Also im Frühling 2019 habe ich zum ersten Mal die Stimme von Sanin gehört. Auf der Website bin ich auf sie aufmerksam geworden. Wir haben gleich einen Termin ausgemacht. Und als ich in Villa Rosa eintraf, habe ich gewusst, hier beginnt was Besonderes. Weil allein, wenn man reinkommt, das ist eigentlich fast wie ein Schloss. Das ist ein riesiges Haus, wo man wirklich sich frei fühlen kann zu singen. Und allein auch das Klavier, dann die Bilder von Sanin, das inspiriert einem auch fleißig zu üben und das motiviert auch, das mehr von der Stimme rauszuholen, viel mehr. Und als ich da zum ersten Mal reintraf, habe ich gewusst, da bin ich zu Hause und da kann ich auch ein bisschen Sängerin werden oder besser singen können. Und das habe ich wirklich erlebt, hautnah, und das empfehle ich jedem. Das Allerwichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt, Sanin. Weil Räume können schön sein, aber können trotzdem leer sich anfühlen. Und Sanin ist die Person, die das wirklich ins Leben ruft. Weil als ich reinkam, habe ich sie gesehen und war sie sowieso sympathisch. Aber als ihre Stimme mir gezeigt hat, als sie gezeigt hat, wie sich das anfühlt, wirklich live so nah, eine Opernsängerin so nah anzuhören, hatte ich ständig Gänsehaut und habe ich mir gedacht, wow, das möchte ich auch können, weil sie achtet oft auch die Nuancen und genau diese Nuancen machen die Stimme aus und da ist sie ein Könner und wirklich ein Profi und von ihr unterrichtet zu werden, ist für mich wirklich ein Privileg und ich schätze das sehr.